Herzlich willkommen in der Marktkirche Hannover. Wir hoffen, mit Ihnen bald wieder hier Gottesdienste feiern zu können. Bis dahin senden wir Ihnen täglich geistliche Impulse. In diesen warmen Frühlingstagen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, da kann man förmlich der Natur beim Wachsen und sich entwickeln zuschauen. Mit jedem Tag, ja mit jeder Stunde kommt sie voran. Die Blätter haben sich schon längst gezeigt und die Blüten treiben. Darüber freuen sich eben nicht nur die Insekten, sondern auch wir. Man lebt auf. Die Lesung aus der Heiligen Schrift in diesen Wochen sind auch mit vielen Anleihen aus der Natur. Ich lese bei Johannes im 15. Kapitel. Jesus sprach zu den Jüngern: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Jede Pflanze braucht eine Wurzel. Sie braucht einen Stamm, der die Nahrung und das Wasser bis hinauf in die Spitze transportiert, damit eben Blätter, Blüten und Früchte werden. In Verbindung bleiben, das ist für uns Menschen in diesen Tagen und Wochen nicht einfach. Wie soll das auch gehen? Für 1,50 Meter Abstand, das ist eben keine direkte Verbindung. Aber wir geben uns viel Mühe und entwickeln viel Fantasie. Es wird viel mehr telefoniert, es wird geskypt, es wird gestreamt und wir stellen Videos auf YouTube. Erstaunlich ist auch, dass Briefe eine Renaissance haben. Es wird wieder mehr geschrieben, lang oder kurz. Und natürlich die Mails. Aber es gibt noch eine Gelegenheit, miteinander in Verbindung zu bleiben. Manchmal merkt man das gar nicht am Anfang. Dass nämlich Menschen für uns beten und wir für andere beten. Wenn wir dann davon wissen, wenn wir erfahren, dass jemand an uns denkt und jemand für uns bittet und für uns dankt, dann wächst daraus Kraft und Stärke. Vielleicht entdecken wir auch wieder dieses fürbittende Aneinanderdenken und Füreinanderdanken. Und dann ist es auch gut, es die anderen wissen zu lassen. Am Telefon, in einer Mail oder vielleicht bei einer zufälligen Begegnung auf 1,50 Meter Abstand. Wir vertrauen einander an und wir vertrauen die anderen Gott an, damit das geschieht, was Jesus sagt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Bruder und Herrn. Amen.